So, Ladies and Gentlemen, wir spielen weiter Souls Eyes, was natürlich eigentlich nichts mit Souls Games zu tun hat, sondern immer noch wie Devil May Cry ist ein bisschen. Wie ich gedacht habe, auch wenn das Sponsored Stream ist, dass ich das durchspielen werde, weil es halt, ich finde es nicht schlecht und es wird gar nicht so lange dauern, glaube ich. Ich muss mich gerade nur ein bisschen umorientieren, weil ich nicht 100% sicher bin, welche Save-Point-Stelle das hier gerade war. Bin ich letzte Nacht hier rausgekommen? Oder war ich... Nee, wir sind hier rausgekommen. Doch keinen richtigen Weg zurück von hier aus. Sagst du bei Steel Rising nicht auch, das ging, geht nicht mehr so lang? Beim richtigen Mal mit Waffen hängt auch von den Feinden ab, mit denen du gegenüberstehst. Die Hand der Vergeltung zum Beispiel perfekt geeignet, um Panzerungsschaden zuzufügen. Wähle sie aus und lade deine Angriffe auf, indem du X gedrückt hältst. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Who's next? Sagst du, Moment, sagst du bei Steel Rising nicht auch, dass es nicht mehr so lange geht? Nee, es geht ja gar nicht, dass es nicht hier so lange mehr geht. Es geht darum, dass das Spiel wahrscheinlich nicht 40.000 Stunden dauern wird. Und trotzdem für mich eine ganz gute Unterhaltung ist. Das hat mal eine schöne Abwechslung. Vor allem möchte ich wissen, was für eine Scheiße hier abläuft mit dem Riss. Und dass die Behüter da irgendwie hinterhängen. Und das sieht aus wie der erste Boss.
his gift strikes as true as his tongue. Sister, let our guard down. Scheiße. Wenn du ein Combo einsetzt und dann merkst, das passt dann zeitlich alles nicht mehr. Wenn du ein Combo einsetzt, weil er dich dann in der Zeit auf jeden Fall einmal angreifen wird. Das bisschen Blut. Oh ja. Damn. The way is blocked. There must be another way into the city. Da haben wir letztens Stream aufgehört, genau kurz vorm First Boss. We did it, sister. Sister. Oh, beziehungsweise einen der Champions. Yes, but it was far stronger than I could imagine. It must have been a formidable opponent. Und hier übrigens auch gut, dass die immer wieder mal so kleine Zwischensequenzen haben, die das Ganze so ein bisschen auflockern. Wo man die Charakterin mal so ein bisschen beobachten kann. Klar, dass das genau jetzt zu Ende ist. Hätten wir letzten Mal doch noch die letzten paar Minuten spielen können. Da ich wieder einen merkwürdigen Cut zwischen den einzelnen Stages. Der Schattenlose. Auf den Befestigungen treffen Bria und Lut unerwartet auf einen Veteran des Ordens der Äschernen Klinge. Folgenende auf YouTube jetzt. Nein, ist es nicht. Hat ja es doch nicht mit den Verteidigungsdingern gemacht. Mehr Angriffe blocken. Irgendwas, wenn man das alles freischaltet, dass man dann in die nächste
in den nächsten Bereich reinkommt für die Verbesserung. Oder dass man halt eine gewisse. Ne, Kräfte Level 1. Hm. Wir werden es sehen. Wird ja nachher, also gleich passieren. Dass Loot stark genug ist, um, um die letzte Kraft freizuschalten. Jedenfalls im Defensivbereich. We have to get closer. Let's find the way to the tear. Stay vigilant. It's not going to get easier between there and here. Verzweigte Kristallwucherung. Eine verzweigte Kristallwucherung. Überwucherung ist eine riesige kristalline Struktur mit einer Wurzel, die Energie aus kleineren Kristallknoten, den Sprossen, bezieht. Um die Wurzel zu zerstören, musst du die Sprossen zerstören. Warum soll ich dabei schnell sein, weil die wieder zurückkommen oder was? Kann ich mir nicht vorstellen. Denk mal, einmal zerstört, bleibt zerstört. Cover me, Loot. Immerhin. Ja, man macht ein bisschen mehr Schaden. Man muss echt wirklich die Waffen ständig wechseln. Das ist der beste Weg. Aber dieser Move mit zweimal nach vorne und dann angreifen, das ist total dämlich mit der Steuerung per Analogstick. Wer kommt denn auf die Idee? There may be no one here, but I'm not letting my guard down. Thank you.
Das ist eine weitere Essenz. Beziehungsweise ätherischer Faden. These elevators won't work. Maybe these crystals are blocking them. Let's find out. Übrigens sind die Bewertungen genauso wie ich gesagt habe. Die Leute finden das Spiel gut bei Steam, finden aber die Kamera höllisch. Und das ist sie auch einfach. Besser ohne Kamerafokus spielen. Außer du hast nur noch ganz wenige Feinde, die dich nerven. Währenddessen kann der Chat ja mal darüber reden, was so die nächsten Spiele für ihn sind. Wobei morgen Abend, an sich habe ich ja gesagt, heute Abend würden wir Slime Ranger spielen, aber es gibt keine Pre-Build von der Early Access Version, die morgen rauskommt. Jedenfalls nicht für mich. Weder über Epic, wo es halt auch rauskommt, oder über Steam. Hab einen Key bekommen, der auch wirklich erst morgen aktiviert wird. Scheiße. Ich habe es auch schon angekündigt im Discord und im Twitter und auf YouTube, dass morgen Abend dann Slime Ranger geslimed wird. Ranger. Scheiße. Immerhin. Herausforderungsportal. Wird die benötigte Anzahl an Feinden mit Synergie angegriffen, bevor die Zeit abläuft. Das bedeutet nicht treffen lassen, alles abwehren und genug Schaden erzeugen. Just long enough.
Chatter. I'm not done yet. She is my knight. Ich glaube, dass der Energieangriff voll war. Aber warum hat es nicht getriggert? Ich muss mal kurz in die Steuerung reingucken. Weil da steht es natürlich so nicht drin. Stand es jetzt auch nicht drin. Modifikationskombos. Das sind die unterschiedlichen Modifikatoren, wofür du mehr Punkte bekommst. Das sind die Beschwörungsfelder. Die Überladung ist klar. Alle Überbuchung ist auch alles klar. Synergieangriff. Erhöhte Einheit im höchsten Level. Um die Bindung zwischen Bia und Lucian, wenn die Bedingung erfüllt ist, können die Schwestern einen verheerenden Synergieangriff anfesseln. Versuche den wilden Angriff, die alternative Kombos deines feinen Beschützers auszuführen, um sie mit dem Synergieangriff abzuschließen. Ein Verstrecker entfesseln. Muss ich echt sagen, dass immer nur aus Versehen passiert. Es steht auch keine Tastenbelegung oder sonst irgendwas dran. Ich bin irritiert. Das wird doch keiner im Chat wissen. Loot. Cut aside.
ist irgendwie nicht meins. Weil ich nicht weiß, wie ich die Synergie noch höher ziehe. Wahrscheinlich müsste ich Loot mit ein paar anderen Fähigkeiten versehen, damit das besser läuft. Oder schneller. Naja, die Sachen sind ja eh optional. Obwohl, es würde mir das Spiel ein bisschen erleichtern. So, Fahrstuhl muss ich jetzt erstmal wieder runterholen. Er hat runterholen gesagt. So. Wir haben eine Verbindung. To think that it all happened in a matter of mere hours. It's terrible. And I pushed it too far. My powers. I must be careful. The way is clear, sister. Now we only need to start this thing again. Ist da irgendwas versteckt? Dann können wir bestimmt hier wieder außen rum rüber. Schönen guten Abend, Nebelbart im Chat. Ich grüße dich. Hab's gewusst. Sie so eng gemessen wie bei Steel Rising. Wobei ich manche, obwohl, das war ja mein Fehler. Ich habe ja eine Fähigkeit erst relativ spät im Spiel entdeckt. Nenne ich es mal einfach so. Es ist nicht so, dass ich diese Fähigkeit vergessen habe vorher. Es ist einfach so, dass ich sie erst sehr spät entdeckt habe. Okay. Besessene müssen natürlich mit der roten Aura zerstört werden. Let's keep it up.
Ob ihr mir einfach auf die Eier gehen wollt gerade hier. Immerhin. Die netten Typen von gerade heißen einfach Messerstecher. Guten Abend, Pyrologe. Und ja, wir sind schon ein bisschen am Stream. Jetzt hat jeder Raum seine eigene Sequenz. Ja, noch mehr Raum. Layton is here. I think I'd rather fight the possessed again. Du zeigst die Verbindung erst, wenn die Sache eigentlich schon... falsches Ding. Wenn ich aufhöre, darauf zu schlagen. Auch eher ungünstig. Wer soll's denn sonst sein, Layton? Spirituelle Expansion. Hier haben wir kein Kapital für. Was gibt's denn Neues? The tear is getting larger and larger. Does the Triarchy even know what is happening here? Only at the highest echelons. It is in their best interest, after all. Word of Ildir's fall must not circulate freely. That's it? They have no say in this destruction? We are their protectors, and their wardens. They are happy to leave such a crisis in our hands. Slothful and oblivious. They're in for some rude awakening. I spotted a slasher on my way here. Ja, haben wir schon bekämpft. I assume you have already dealt with the possessed before. Yes, but I expected that it'd be longer before they showed up here. Indeed. Only the strongest wraiths can possess a living host. An
and it takes time. But there must be speeding the process somehow. Be on your guard, sisters. I expect you to find many other possessed on your way to the cathedral. Großpyrologe, ich dachte, du wolltest das Video on demand gucken. Ist heute eh ganz still heute. Alle sind ganz entspannt. Seit dem Ende von Monkey Island. Es gibt einfach Gegner, die lassen sich auch nicht hochschleudern. Die Besessenen zum Beispiel gehören auch dazu. Da hinten ist noch einer. Wobei das hier muss ja gerade Alternativweg sein, beziehungsweise oder was Separates. Ich denke mal schon, dass wir durch die Hauptkammer müssen. Hier gibt es aber ein Energiestück. Meine HP-Leiste irgendwann neu aufzufüllen. Immer ein bisschen weiter aufzufüllen. Ein bisschen zu verlängern. Ach ja. Alle Sprachen werden kombiniert hier. Kann der Fahrstuhl weiterfahren? And we're done. The crystal is no more. Das hast du auch gut gemacht. Bei den Fahrstuhl können wir jetzt auch bestimmt bis ganz nach oben ziehen. Ja, ich bin zu doof, das Ding zu treffen, ich weiß. Keine Angst, Geist. Thank you.
Next part. These crystal formations do spread like an infestation. As long as I can shatter them, I'm good. Let's go. Das Problem ist, die unterbricht den Angriff nicht, sondern die blockt den nur für eine kurze Zeit. Aber das erkennst du schlecht. Das wusste ich bis gerade so gesehen gar nicht, ob die den nur blockt für eine kurze Zeit oder... Also wirklich kontert oder nur ganz kurz blockt. So the reinforcements have arrived. How can they be ahead of us already? Who can say? I'm sure it is a chimera, but I can only feel a lone aura. What does that mean? No shape. There's only one chimera it can be. And he's right above us. Let's hurry then. I can't leave Friar alone. Als für eine Handvoll Kristalle. Thank you.
I'm just warming up. Ah, das ist aber ungünstig jetzt. Ein Combo und kannst halt den Combo vervollständigen mit dem Synergieangriff, wenn du denn gerade in Synergie bist. Jetzt habe ich das ein bisschen verstanden. Gehen wir aufs Ganze. 3000 Achievement. Was auch immer das bedeutet. Here you are. I wouldn't expect to see you here in Elbit. I'm Lute. And this is Freya, my sister. I know who you are. And I know that you're not up to the challenge that awaits you. We didn't exactly volunteer for this mission, you know. I am well aware of it, but you are not just lambs sent to the slaughter. You're no ordinary Chimera, and that makes things much more complicated. Care to explain? As I said, I know who you are, what you are, Briar. A corrupted? You may as well say it plainly. Sister, I don't think that Sir Donovan meant it. I know how burdensome gossip can become, believe me. But your condition, it implies that you both carry a grave responsibility. Is this about the tear in the sky? Exactly. It drives a spawn of chaos to trespass into our world. But it also calls to us Chimeras. And the call must be especially strong for you two. You must be careful, or you won't meet death, but transcendence. Losing yourself to the chaos coursing through you. So it's true. Not just some sort of legend to scare the troops. For us Chimeras, it's a fate far worse than death itself. Is that what happened to those who came before us? Let us hope they simply passed away. Now, we should get back to the mission. We need to clear the way ahead. I suggest that we split up to cover it all. For the rest of the reinforcements joining you? The reinforcements? Yes. Agreed. We will meet again within the walls. Torchbearer, light your path. Thank you, sir. We will do our best. Er kann auch einfach mit uns mitkommen und die ganze Zeit uns helfen. Oh.
not the time. Yet. I must resist. Ja, alle sind von dem Verderbnismal betroffen. Das macht die alle fertig. Also werde ich am Ende alle bekämpfen. Jeden, den ich treffe, werde ich töten.